Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Max Payne Nummer 2. So, wir können hier nichts machen. Schade. Rausfahren ist also nicht, da haben wir noch Painkiller. Die nehme ich mit. Tja, Wladimir. Sieht nicht gut aus. Na, schauen wir mal, wie wir das dann beenden. Tot? Ja. Springen doch einmal melodramatisch durch die Gegend. War zu erwarten. Wie gesagt, das ist trotz allem doch relativ linear, das Spiel. Von daher, ich glaube, so wirklich verlaufen kann man sich da nicht großartig. Na, ich dachte, du wärst tot. Das üben wir mal noch. Guck mal, so geht das. Läuft. Hallo, ich bin Max. Er scheint nahe zu sein. Vlad and Mona were on a crash course. If I'd find one, the odds were I'd find the other. Vlad was after Vinny. He had left me a map to follow. You have one new message. Vlad, it's me. Where are you? I need you. I'm on my way to the construction site now. Winterson. I'll do it. I'll take care of them both for you. I don't know. Is this a crime? Is it against the law to be happy? They haven't seen you with my boy. Haven't seen you with me. Miss you. Call me. The gilding on the mask had cracked to reveal the rot underneath. Winterson's confession didn't wash away my guilt. It made me feel worse. I had a meeting scheduled with Vlad at Vinny's place. Ah, das sieht ja nicht so gut aus. I'm still a couple of blocks away from Vinny's place. I had to get moving. Dann bewegen wir uns mal. Crashed in from the street. Who was driving? One of ours. They're in trouble. We gotta get him out of there. Speak to the devil. Coward! Nein, Granate. Tut weh. Tut sehr weh. Gut, dann sollten wir die vielleicht erledigen, bevor die Granate geflogen kommt. I was still a couple of blocks away from Vinny's place. I had to get moving. One of ours, yeah. Crashed in from the street. Who was driving it? One of ours, they're in trouble. We gotta get him out of there. Speak of the devil. Cover me! So, machen wir das halt einfach mal so. Die!
Kamst du von oben? The V-tags had bloomed everywhere in the city. Now they only remained in the worst neighborhoods. The monster's grave. Ich glaube, hier draußen finden wir jetzt nicht allzu viel, oder? Sieht man nicht so aus. Ah, doch, irgendjemand ballert. Da oben wahrscheinlich. Hier ist absolut nix, okay. Dann schauen wir uns hier doch mal um. Sehr einladend hier, muss ich zugeben. Ich glaube, da möchte ich auch mal wohnen. Hallo? Kein Danke, ich habe euch geholfen oder so? Na toll. Dachte ich mir doch, dass da noch einer lebt. The whole neighborhood was a battle zone in a mob war between Vlad's men and Vinny's mobsters. Who's the man with nothing to lose? Dick Justice. Stranded in the dark and violent night. Dick Justice, a lone, hard-boiled fugitive cop, framed for the murder of his wife, on a quest for vengeance through the criminal underworld. In the city's heart of darkness. The night was grim as death. I felt right at home. Dope peddling murderers in their expensive suits were crawling out of the woodwork all around me. The only suits they were going to wear after tonight were body bags. It's the Justice! Get him! Get the freaking cop! Your trial will be held at the city morgue. I had a permanent, constipated grimace on my face. I was revenge personified. That's my man. Yeah, it's your bone. No, so. They done their research on this one. They have. It's exactly like that. Ja, ich guck da mal kurz mit, stört ihn ja nicht, glaube ich. Vinny's used car lot was up ahead. I had to find a way down to the street. Bastards! I could use the Hat ja gerade gut funktioniert mit dem Schießen. Na gut. Passt. Hätten wir uns noch den Rücken freigehalten. Na komm, wir heilen uns nochmal runter. Sicher ist sicher. Speichern können wir auch nochmal. Ich sollte vielleicht nochmal wechseln, ja. Hier leider keine Painkiller. Und schon sieht es nicht mehr so rosig aus. Gut, dann klettern wir hier mal rüber. So.
Das ist ungünstig gerade, danke. Die scheint sich da unten ein bisschen zu fetzen. So, erst wieder oben gucken, ob da nicht noch was rumläuft. Was uns an den Kragen will, oder vielleicht sind ja hier noch ein paar Painkiller. Das waren dann wohl Gegner. So, versuchen wir das Ganze nochmal. Na, vielleicht sollten wir aufpassen, dass die uns da oben nicht erwischen. So, das Ganze etwas schneller. Zack, speichern. Weiter geht's. Jetzt seid ihr da oben erstmal dran. Ah, da können wir auch noch rein. Bringt das was? Ja, bringt was. Gut, die werden weg da unten. Ah, sieh mal einen an. Sehr nützlich, die Painkiller. Have you been? What took you so long? Where's the rest of you? You're the reinforcements Vinny promised us, right? Who else? Only it's just me. The cleaners got the rest. God damn it, they're killing us like flies. I guess one extra gun's better than nothing. Okay, let's go. All right, we'll head to the lot. We need to keep those Russians away from the boss. Yeah, keep them away from the captain. Oh, I'm sorry. Sorry, I know it's nothing to laugh about. Deadly serious. The adventures of Captain Bighead Cognitti. Hey! Enough! We got a job to do. Raining cats and dogs here. For I'm a rain dog too. Stay sharp. Ja, genau, dann geht ihr mal raus. We're gonna need something else too when the cleaners show up. What? Okay, ich dachte, wir können die irgendwie ein bisschen die Arbeit machen lassen. Leider kriegen die es ja nicht so gebacken. Das ging besser. Wutsch. Überraschung. Ah, gut, sie haben ihn erledigt. Dann sind meine guten Freunde aber leider auch tot. Och. So, Kalaschnikow bitte. Speichern. Wir gehen dann mal weiter. Triffst du ja mit der Schrotflinte auf die Entfernung, sag mal. Wahrscheinlich hätten wir es noch etwas länger hier halten können, aber wird auch so gehen, hoffe ich. Na toll. Okay, das ist nicht gut. Lauf, Max.
have to happen to me? Oh, we're so perfect. Now it's ruined. Oh, no. No way. Sieh mal an, wen wir da getroffen haben. No, Payne, not you. Why does this keep happening to me? Payne, you gotta help me. There's a freaking bomb in here. If I take the head off, it blows. Bye bye, Vinny. You're a freaking cop. You gotta help me. How did this happen? The Russian tricked me. Join the club. I can help you get him. I can. I swear, you get me out of this and I can help you get him. You've got yourself a deal. Negative. They're coming to kill me! You gotta protect me. We gotta get out of here. Through the backyard. I didn't buy Vinny's promise to help me, but I was willing to do anything to complicate Vlad's plans. Payne! Cover me! Cover me! We gotta get through there! So, ich glaube, das war jetzt auch relativ schwierig. Zumindest habe ich es relativ schwierig in Erinnerung. Gut, du bleibst hier, alles klar. Dann sollen wir erstmal aufräumen. Geht schlecht, wenn wir so wenig Leben haben. Ah, okay. Da muss ich mich jetzt erstmal wieder konzentrieren. Beziehungsweise orientieren. Sieht man auch hier leider nicht so wirklich viel. Ich glaube, wir machen es jetzt einfach hier langsam und der Reihe nach. Da kommt der nächste. Quietsch, 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 quietsch. Oh man, Payne! There's more of them out there! They're coming over the wall! You gotta get me out of here! You hear? You hear, you bastard? You're gonna die! You're gonna fucking die! Ach, da oben ist einer. Die hatte ja eine Menge Zeug dabei. Okay. Nette Gesellschaft. War es das? Noch nicht ganz. So, die werden weg. Haben die eine Granate geschmissen, aber wahrscheinlich bin ich da direkt ins Dings reingehüpft. Ins Schussfeld. Nee, da kann ich echt nichts machen. Ich glaube, da muss ich echt mal eine Granate werfen. Das wäre vielleicht eine Idee. Meine Güte.
So, durchladen. Den Rest erledigen. Ja, warte mal. Wir haben ja jetzt hier erstmal Folgenstopp. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.